alle sehr fragwürdig. Hau den einfach ab. Oh, alles meint. Alles fragwürdig. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Ja, ein bisschen plündern. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Es hin, es gewinn. Kann nett sein. Verliere ich noch meinen Kopf vor. Darian wart gern. Vakel. Im Grimi eb art Kerser. Date wenn Adan in Karn eb Morwut. M hier war M-Reis. Verneigen. Ja, komm. Eure kaiserliche Majestät. Area Epto Orde. Evelien, namin wat gern wavort. Bye bye. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück. Und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen.
Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Ich mag den Typen nicht. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er nicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Segen, es ist Nachmittag. Beruhig dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur in der Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft. Ratslieden in Enecht. Es tun SSAOR an Nen Ver... Zet Ategane, Enkaland Nes Aevalue Saor, Eb Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Man sollte es trotzdem versuchen. Warum? Weil es nur wenige Dinge gibt, die den Einsatz wert sind. Und noch weniger Menschen. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Mhm. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Mhm. Ein paar Murmelmenschen. Bis dann. Ja, bis bald. Ist er gar nicht eilig, die Zauberin zu sehen? Es war der. War schon so lange am Suchen. Jetzt kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an hier. Es war Wattgern. Es war Astrigern. Dann liebst du ein bisschen plündern. Nennt ihr mir Detre. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Oh ja, schon. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Hm. Die Unterscheidung sehr ist stark nach Foltes aus Witcher. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. Ehrlich? In drei Ausfertigungen. Klingt wirklich sehr nach Foltes. Unfassbar. Ja, ein Baum. Da ist auch noch was. Schön, die Palast der Plünder. Genug.
Jo. Haben wir schon. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Oh. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe.
Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir. Kann ich gesund nicht. Und munter. Überall rumstöbern. Ich werde auf dich warten. Ich muss mich in allen Angelegenheiten einmischen, die ich finden kann. Hey. Bücher aus dem Ring. Kannst du? Die Narbe ist gut verheilt. Oh. Das ist gut. Überlegen, ob ich das gelesen habe. Ausrüsten. Hier vorne. Abgeschlossen. Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ja, unfassbar. Botschafter Va'atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Aber sicher. Ui. Ah, wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich.
Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Na, klingt ja ein super, super Urlaubsplan. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Na dann gehen wir mal weiter. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ja. Ich weiß nicht, warum wir so geknuddelt haben. Ich esse mein Kram, wie nur mit Zeit. Ich will ja weg. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Endlich kann ich mich wieder umziehen. Rosa. Geld habe ich immer noch keins.
Ja, er Futter generiert. Esse Jon drehen endlich. Wählen. Charakter. So. Na dann. Hallo, Reinbus. Wir haben den Yara überquert und wir werden auch den Ponta überqueren. Hm? Nö. Bis dann. Gwyn Harn, Dwe Gledivan. Essia. Wer? Niemandsleben. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Fünf Tage haben wir jetzt gebraucht, dafür nach Wählen zu kommen. Auf jeden Fall werden jetzt einen neuen Haufen Abenteuer. Er wilden Hunden an. Wilde Hunde. Mein Bart ist schon. War fünf Tage her. Oh. Irgendwelche 33. Nebenquest. Reiten wir erstmal. Nichts auf und schauen mal, ob es da was gibt. Ging aber überall irgendwelche Leute.
arme Leute nicht länger. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ist looten? Mich nicht rein. Bisher. Jäger namens Nil. Beweg dich! Alle wollten noch, dass ich euch nicht belästige, und jetzt warum so eilig? Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Alles Schläger, Plünderer, Urreiser in Abwehr. Ja, von jeder Seite. Die Kavallerie prescht aus dem Wald. Oha, Blödsinn. Herr Priester, bitte. Siehst du das nicht? Jag ihn nicht fort, Bruderweg. Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des ewigen Feuers. Tritt näher, Hexer. Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Klingt nicht sehr überzeugt von seiner eigenen Sache. Die Hunde, die Hunde, das war ein Ding. Schneller! Oh, Plätze, da geht's. Und dann später. Gehen wir erstmal zur Taverne. Langsam. Ups, da bin ich nicht so. Gut, nie werden. Neben. Ich auch. Sag mir, was du zu finden hast. Los, schnell, bind mich los. Bind dich los, wenn ich Lust dazu. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division. Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder. Fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Ich kann dir leider nicht helfen. Was? Wieso nicht? Weil ich nicht glauben kann, dass die Leute dich hier gelassen haben, nur weil du desertiert bist. Na schön, vielleicht gab es noch andere Gründe. Aber willst du mich deswegen dem sicheren Tod überlassen? So sicher ist er nicht. Du könntest dich freistrampeln. Sei einfach leise, dann hören die Ertrunkenen dich nicht. Hey, was zum Teufel? Komm zurück, du Schwanz! Was? Oh, was du sagst? Nicht sehr nett von dir.
verteidigen. Ah, verdammt. Ah, ausgerichtet. Ja, das läuft. Läuft. So, wo ist Spitze? Los, los! Ah. Der Typ kam mir sehr suspekt vor. Schon andere getroffen. Scheide, will ich sie. Ich geb sie nicht auf, nie im Leben. Gekrieche wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Lauf zum Wald. Warte dort auf mich. Verstanden? Ja, Papa. Los, schnell! Komm, was ist los hier? Oh, warum laufen alle weg? Oh. Mist. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik?